So, guten Morgen an die Wesen auf Twitch und auf YouTube. Kleinen Moment, ich bereite mir hier nur kurz noch was vor, damit ich hier gegebenenfalls reagieren kann. Sehr. Wir machen weiter mit Mega Man X-Type offline. Ja. Ich weiß gerade, wie gesagt, gar nicht, was ich sagen will. Was kommt denn jetzt? Ah. Ja, wir haben hier auch definitiv wieder eine gute Boss-Kombination, bei der wir zum Glück auch richtig gut mit allem umgehen können, denn wir sind ja quasi maximal ausgestattet. Ich meine, unser Schadenswert ist quasi auf dem Maximum. Wir haben nicht die 50.000 exakt getroffen mit unserer Waffe, was das tatsächliche Maximum wäre, aber ja, es ist halt trotzdem quasi das Maximum. Wir sind nur ganz knapp drunter. Wir haben 49.000 irgendwas. Wir können nicht stärker werden, laut Anzeige des Spiels. Es gibt keine andere Möglichkeit. Das Einzige, was sonst passieren kann, ist, dass wir eben doch diese Waffenboni hier nutzen. Und gut, im schlimmsten Fall muss ich das vielleicht auch, um hier vernünftig durchkommen zu können. Ich meine, inzwischen sind wir bei Schadensboni von 300%. Das bedeutet, der Schaden wird vervierfacht. Ich meine, das ist auch eine Art und Weise, den Spieler dazu zu bringen, seine Waffen durchzuwechseln. Ah, wenigstens die Gegner gehen auch halbwegs schnell drauf. So. Ja, wie gut dieses Auge ausgewichen ist. Mensch, Mensch, Mensch. Ey. Ey. Nein, bitte nicht. Ja, ich wollte ja lange nicht die Waffe wechseln, aber ja, so langsam sind wir eben an dem Punkt des Spiels, an dem wir halt einfach das Stärkste vom Stärksten nehmen sollten. Ja, ansonsten einfach nicht durchkommen. Und wieder frage ich mich da. Gut gemacht, Entwickler. Schön gemacht. War keine endlose Situation gerade, aber trotzdem scheinen die Dinge wo rauskommen zu lassen, wo man als Spieler effektiv herumstehen kann. Dann mach doch lass sie doch von den Ausgängen herkommen. Da kann man sie wenigstens vom Rand her erscheinen lassen und nicht einfach plopp, da sind sie. Ja, man merkt, ich bin vielleicht noch ein bisschen müde. Aber nicht zu müde, um mich über die Inhalte dieses Spiels mal wieder aufzuregen. Wir nähern uns so langsam dem Ende der ersten Schwierigkeitsstufe dieses Aufzugs. Und ich meine, gut, das richtig Anstrengende kommt ja erst noch. Das hier ist ja, wie es meine Ankündigung auch sagt, im Endeffekt einfach nur warten. Also wie es der Bosskampf, der jetzt kommt, sein wird. So, da ist der Zeiger. Ja. Bei den höheren Schwierigkeitsgraden weiß ich halt nicht, wie man das dann noch anders machen soll. Ich werde es dann mit anderen Waffen probieren. Das ist die einzige Möglichkeit, wie wir noch versuchen können, hier mehr Schaden rauszukriegen. Das Problem ist nur, dass wir damit dann trotzdem Ha!
Oh, übrigens eine tolle Idee. Zwei Gegner, die an Ort und Stelle fixieren können. Das wollte ich gerade sagen. Ach ja. Ja, es ist die einzige vernünftige Möglichkeit, wie wir dann noch stärker werden können. Irgendwie müssen wir ja dann die Gegner erledigen können. Ob wir das jetzt mit einem Freundchen machen oder mit einem Raketenwerfer. Also ich meine, ich halte das Maschinengewehr immer noch für die stärkste Waffe, die wir haben können. Aber wenn die Angriffsverstärkungen derartig hoch werden, dann müssen wir eben entsprechend reagieren. Autsch. Autsch. Okay, jetzt muss ich einfach nur versuchen zu überleben. Verdammt. Was dann natürlich selbst wenn ich drauf gehe, bleiben die Schadenswerte, aber ich habe das dumpfe Gefühl, dass dem nicht so sein wird. Mal schauen. So, bleibt der Schaden? Oder muss ich das... Ah, der Schaden bleibt. Okay, also brauche ich mich tatsächlich einfach nur wieder und wieder dagegen schmeißen. Gut, wenigstens das. Ich beschwere mich nicht mal mehr drüber, dass das die Sache viel zu leicht macht, in Anführungszeichen. Denn das Ganze hier hat nicht einmal mehr genügend Substanz, um sich darüber wirklich beschweren zu können. Weil die ganze Geschichte eher halt in sich trotzdem schon so stumpf ist. Dass alles, was das Ganze hier schneller beendet, was Positives ist. Ich will das hier einfach nur noch abschließen. Dann spielen wir wieder vernünftige Spiele. Insofern, ja. Ich vermisse einen gewissen grauen Ritter, der mich noch und nöcher fertig macht. Auch wenn es anstrengend ist, auch wenn sich's nach sehr viel Aufwand für sehr wenig sehr wenig Wahrscheinlichkeit auf ein gutes Ergebnis anfühlt. Immer noch besser als das hier. So, gleich fällt er mal in der erste um. Wenn ich mich recht erinnere, fällt er dann im Rückkampf einfach nochmal um. So, du bist zum Glück nicht die Version mit Schild, dafür noch mit bescheuerten Art und Weise, wie deine Feuerprojektile funktionieren. Natürlich wieder die falsche Distanz zum Gegner. Inzwischen weiß ich auch, dass es in der Originalfassung die Möglichkeit gibt, zusammen mit anderen Spielern größere Bosse zu machen, aber ganz ehrlich, wenn das die Qualität der Bosse ist, dann hat das doch keinen Mehrwert. Was hat das denn bitte noch für einen großartigen Mehrwert, wenn die Bosse dann effektiv nur daraus bestehen? Es ist egal, welchen Boss man dann letztendlich zu 2, zu 3, zu 4 oder wie viel auch immer möglich ist, macht. Es ist doch dann einfach nur öde. Einfach nur öde, nichts weiter. Alle warten nur darauf, dass der Boss umfällt. Was ich aber auch nicht verstehe, ist, warum im Original andere Materialien für alles vorhanden sind. Ich meine, im Original ergeben die Materialien trotzdem immer noch keinen Sinn, dass du ein paar Metallplatten brauchst, um irgendwas entwickeln oder erforschen zu können. Ach ja.
gute Konzepte bei Gegnern, die einen festhalten können. Entspricht alles nicht dem Original, möchte ich dazu sagen. Das hier hat mit dem originalen Bit nur am Rande zu tun. Ich möchte hier in keinster Weise behaupten, dass der Bit aus X3 so wäre. Der Bit im Original hatte ganz klare Vorgaben, wie der Bosskampf zu funktionieren hat. Und nach diesen Vorgaben hat er auch funktioniert. Das hier ist okay für das, was es ist. Aber nachdem man den Rest des Spiels gesehen hat, ja, ist es halt letztendlich auch einfach nur eine billige Kopie. Ja gut, dass man es hier effektiv geschafft hat, gute Bosskonzepte schlechter zu machen, hat man ja schon an Flame Mammoth und Stink Chameleon gesehen. Stink Chameleon verstehe ich einfach nicht. Da bin ich aber wiederum auch gespannt, ob die Version aus Maverick Hunter X so funktionieren wird wie die hier. Speziell darauf bezogen. Komm schon, danke. Speziell darauf bezogen, dass die... Ach ja, stimmt ja, es kann ja immer noch scheitern, weil die Zeit hier weiterläuft. Das ist so schlecht. Das ist so unfassbar schlecht, dass ihr nicht einmal die Zeit anhalten könnt, wenn der Boss explodiert. Was ist das denn bitte? Ja, wir gehen jetzt effektiv in den Kampf, damit der Boss direkt vor uns umfällt. Genauso wie wir es bei Overdrive Ostrich schon einmal hatten. Es erscheint nicht mal der Boss. Der Boss kommt nicht einmal daher, um umzufallen. Es ist... Das kannst du doch so keinem verkaufen. Ganz ehrlich. Das ist aus Kai... Mit keinem Standpunkt ist das zu verteidigen. Das ist... Das ist doch einfach nur... Das ist Schrott. Aber zeigt halt einmal mehr, dass da einfach nicht vernünftig durchgetestet wurde. Da wurde nichts getestet. So ein Szenario sollte nicht passieren können. Wenn der Boss tot ist, soll die Zeit anhalten und fertig. Ihr habt ja einen konkreten Zeitpunkt, zu dem das passieren kann. Ihr habt ja sogar die Funktion für die kleinen Gegner. Sobald der letzte kaputt ist, hält die Zeit an. Und dann passiert ja alles weitere. Aber hier schaffen sie es nicht, wenn ein Bossgegner keine Lebenspunkte mehr hat, die Zeit anzuhalten. Sondern die komplette Explosionssequenz muss auch noch mit in der Zeit drin sein. Und wenn das nicht... Wenn der Gegner nicht schnell genug explodiert, passiert sowas. Das andere Mal ist wenigstens Overdrive Ostrich noch aufgetaucht und dann sofort umgefallen. Was auch schon nicht gut ist, weil es halt schon diesen Fehler im kleinen Rahmen zeigt. Aber das hier geht ja noch einen Schritt weiter. Das hier sagt ja auch nur, ja, okay, es kann auch passieren, wenn du unsere Gegner schon besiegt hast, dass sie halt einfach gar nicht mehr auftauchen. Ich meine, es ist besser, als wenn die Gegner plötzlich wieder mit vollen Lebenspunkten auftauchen würden. Ja. Aber das hier ist halt trotzdem einfach nur... Das ist einfach nur für mich ein Zeichen dafür, dass man sich so herzlich egal sein hat lassen. Und dass dieser ganze Aufzug hier einfach nur zusammengeklatschte Inhalte aus dem Spiel sind... denen auch sonst nicht einmal von den Entwicklern noch wirklich viel Bedeutung beigemessen wurde. Und da mir Steve neulich auch noch geschrieben hatte, dass das mit dem einen Level mit diesem Bohrroboter, beziehungsweise diesem Walzenroboter,
dass das bei ihm in der Originalfassung auch schon mal passiert ist. Dass dann einfach keine Gegner mehr kamen, deswegen man halt nicht weiterkommt und dann effektiv draufgehen muss. Weg mit dir. Weg mit dir. Ja, das ist in der Originalfassung auch schon passiert. Das heißt, die Originalfassung hat, ist dem der Fassung hier jetzt programmatisch nicht zwingend viel voraus. Ich kenne ja Kritiken, ich habe ja Kritiken auf Steam gesehen, die das Ganze hier nach wenigen Stunden oder auch nach ungefähr 40 bis 50 Stunden bewertet haben. Ich bin sehr gespannt, wie das dann aussieht. Wie gesagt, ich werde definitiv eine Bewertung hierzu schreiben. Das hier... Das möchte ich so nicht stehen lassen. Ich tue das ausgesprochen selten, aber ich werde das bei diesem Spiel hier machen. Ah. Irgendwie wieder Gegner, die heilen können. Achso, nee, das war unser eigener Effekt. Gut. Ich meine, solche Gegner, die andere heilen können, anzubauen, ja. In der Struktur von gerade. Es war eine Idee. Aber dann hast du halt wieder solche Arenen hier. Und in der Masse, in der die Gegner hier auftreten, kann man mir wiederum auch nicht erzählen, dass das anders gedacht ist als so, wie wir das jetzt gerade machen, dass wir einfach nur dastehen und warten, bis alle Gegner weg sind. Ja, das kannst und willst du diese Arenen einfach nicht spielen. Ich habe schon mal gesagt, das Konzept Arena ist hier sowieso ad absurdum geführt worden. Das Konzept einer Arena wäre... Ich muss ein bisschen leiser machen. Steuere ich ständig. Entschuldigung. Das Konzept von einer Arena ist hier in dem Spiel sowieso im Grundsatz ad absurdum geführt worden. Einfach deswegen, weil Arenen in diesem Spiel zum Großteil, ich möchte nicht sagen in allen Fällen, es gab auch Arenenaufbauten, die für sich tatsächlich soweit funktioniert haben. Zum Beispiel die Aufbaute, die wir mal hatten mit diesen Türen in dem Gebiet von Split Mushroom. Das hat tatsächlich funktioniert. Das ist ein Konzept gewesen, da habe ich auch dahinter gesehen, warum das funktioniert. Das Einzige, was da dann genervt hat, war eben schlichtweg, dass wir halt die ganze Zeit unter Zeitdruck stehen. Und wir uns halt dadurch effektiv nur ein Stück weit mit dem befassen können, was in der Arena passiert. Aber der grundlegende Aufbau der Arena war nicht verkehrt. Also das war tatsächlich eine Arena, die ich auch als Arena betiteln würde. Auch dass hier Plattformen verschwinden und erscheinen für den Kontext der jeweiligen Gegner, ist im Grundsatz keine falsche Idee. Also da muss sich schon mal jemand irgendwelche Gedanken gemacht haben. Aber das letztendliche, was hier passiert, ist halt trotzdem wieder viel zu überladen. Und das macht's wieder kaputt. Das nimmt diese Arena wieder jedwede Ernsthaftigkeit. Und andersrum eben auch jedwede Grundlage für den Spieler, dass man das ernst nehmen könnte. Das ist halt schade. Weil man eigentlich
Ich werde meine Kopfhörer anders aufsetzen. Wenn man eigentlich dazu in der Lage sein sollte, das Ganze ernsthaft anzugehen. Aber das ist halt hier einfach nicht vernünftig möglich. Weil alles viel zu unstrukturiert daherkommt. Alles viel zu schnell für einen ist. Und alles halt genau aus dem Grund möglichst schnell umfallen muss. Das ist die einzige Möglichkeit, ist vernünftig damit umzugehen. Ich denke mich gerne in eine Arena rein, selbst wenn es schwierig ist. Aber solange dahinter ein vernünftiges solange das Grundkonzept vernünftig ist, gibt es dann nichts zu beanstanden. Arenen sind für sich genommen nicht verkehrt. Das hat ein gewisses Spiel, das ich heute schon einmal erwähnt habe, auch zum Großteil gut hinbekommen, weil es einfach auch von vornherein das Konzept sein sollte, das auch entsprechend umgesetzt worden ist. Ich war dann lediglich. Das hingegen sind wieder schlechte Konzepte, weil man schlichtweg nicht wissen kann, wo die auftauchen werden. Danke, Entwickler. Danke erneut. Meine Fresse. Ja. Und weg mit den Augen. Und weg mit den Augen. Naja, da wäre in der Mitte wieder eins erschienen. Ah, ich konnte mit meiner Waffe gerade nicht treffen, aus Grund XY. Wir hatten schon eine Arena, in der die Augen auch weg mussten, deswegen kommen die weg. So, nee, aber das andere Spiel hat halt ab einem gewissen Zeitpunkt in meinen Augen dann trotzdem auch übertrieben, einfach auch bezogen auf unsere Möglichkeiten, die wir zu der Zeit hatten. Weil es dann halt auch wieder ungünstig ist, wenn es zu viele Gegner auf einmal sind und deine Fähigkeiten halt... Ah, das ist... Ja, ich wollte gerade sagen, das sind gar nicht zu viele oder so. Nein. Oh, wow. Gott, ist das furchtbar. Und die ganze Zeit soll man wieder festgehalten werden. Noch dazu diese Gegner, jetzt in Masse. Diese Gegner sind einzeln schon nicht gut. Wieso können diese Dinger ausweichen? Weil das Kampfsystem so funktioniert, wie es tut. Ja, sag ich ja, die Augen müssen weg. Oh Gott. Nee, diese Gegner, die jetzt hier herumstanden, die sind im Grundkonzept einzeln schon furchtbar. Wenn man von denen noch ordentlichen Schaden nehmen würde, würde man nicht vernünftig mit ihnen fertig werden. Es geht einfach nicht, weil ihre Raketen so bescheuert fliegen. Haben wir ja oft genug in den herkömmlichen Leveln gesehen. Wenn wir da nicht stark genug waren, sie sofort zu erledigen, dann werden wir von ihren Raketen einfach erwischt. Noch und nöcher. Und ich habe das Gefühl, dass sich gleich eventuell jemand melden wird. So, hallo ihr beiden. Ah, hallo Gegner, der die Arena mit seinen Projektilen gleich zumüllen wird. Inwiefern passen diese beiden Bosse konzeptionell zusammen? Natürlich. Falsche Richtung. Dann wie sie halt nicht den Gegner an, den wir eigentlich erledigen wollen. So. Ist ja nicht schlimm, wenn wir drauf gehen, wa? Interessant allerdings trotzdem, dass diese Gegner jetzt verhältnismäßig viel Schaden von uns nehmen. Weil haben wir gerade eine Schadenserhöhung auf
Maschinengewehre. Ja, haben wir. Gut. Wann ergibt es denn, dass die beiden so schnell umfallen? Ich beschwere mich nicht. Allerdings bin ich dann jetzt gerade sehr am Überlegen, ob ich dann unsere... Ich habe das Gefühl, unsere Waffe ist effektiver als unsere Fähigkeit. Weil unsere Fähigkeit auch viel zu sehr darauf ausgerichtet ist, dass wir einen ganz bestimmten Punkt in der Arena treffen. Also ich meine, gegen Via Quadrat hat ja was gebracht. Via Quadrat habe ich im Übrigen in der Zwischenzeit auch ein paar Mal besiegt, wenn ich zwischendurch Zeit hatte, einfach noch mehr von diesen Elementkristallen zu bekommen. Ja, ja, wir haben ganz toll den Boss besiegt. Ich bin völlig von den Socken. Spielen auf dem einfachsten Schwierigkeitsgrad und ich nehme Schaden. Schön, dass da die Luft geheilt wurde, weil der Gegner gleich da erscheinen wird. Also das Spiel weiß, aber wir natürlich nicht. Warum auch? Komm schon, gib mir die letzten paar Gegner und dann haben wir die Runde auch geschafft. Aber auch hier wieder die Aussage, das ist die Menge an Gegnern, die uns entgegengeworfen wird mit der zeitlichen Vorgabe. Und wir haben mit einer Waffe, mit einer der stärksten Waffen im Spiel, verstärkt durch einen Charakter, welcher diese Waffe noch ein bisschen stärker macht, gerade so die Möglichkeit, 26 Sekunden vor Ende fertig zu werden. Was ist das für eine Maßgabe? Und ein weiterer Punkt ist, dass man das einmal wegen der Menge, aber auch wegen der Inhalte diese ganzen Runden absolut nicht erinnerungswürdig sind. Ich erinnere mich an einzelne Arenenaufbauten, aber ich könnte nicht sagen, was in diesen Arenen passiert ist. Es sind allerhöchstens die Arenen in ihrer Grundgestalt, die im Kopf bleiben. Aber das, was konkret in der Arena passiert, ist, wie gesagt, einerseits aufgrund der Menge als schwächstes Argument, weil es halt einfach 200 verschiedene Arenen sind. Aber eben auch deswegen, weil hier halt einfach nur die Gegner, die es halt im Spiel gibt, an den Kopf geworfen werden und das
zum Großteil so kontextlos. Wenn es wenigstens so wäre, dass wir nochmal durch die Gebiete des Spiels durchmarschieren würden. Dann wäre es immer noch nicht gut. Weil es halt dadurch einfach nichts Besonderes ist. Aber es wäre zumindest irgendeine Struktur. Mehr als einfach nur, oh, guck mal eine Arena, guck mal Plattform, guck mal Gegner. Ende. Zumal jetzt halt einfach so viele Gegner werden, dass die einzige Herausforderung, die sich inzwischen tatsächlich bietet, ist, die Gegner so anzugreifen, dass ich diese schiere Übermacht an Gegnern irgendwie rechtzeitig kaputt kriege. Mit meiner Fähigkeit, die eh schon durch Wände durchgeht und so, jetzt bin ich mit Glück nahe gebracht. Guten Morgen, der Herr. Ich warte darauf, dass Arenen fertig werden, in dem dass sie fertig werden. Ja, ich bin bei 148. Auf normal. Nicht auf hart, nicht auf Herausforderung. Normal. Und ich hasse es. Contra und Mega Man Waffen in Super Mario Bros. Naja, gut, ich meine, lass noch ein paar Jahre vergehen. Und dann gehen ihnen irgendwann die Ideen aus, was für Verbesserungen du in Super Mario Bros. Kriegen kannst. Wer weiß. Oh, welch spannender Kampf. Oh mein Gott, wie kreativ. Und weg ist er. NES. Ja gut, ich meine, wenn es auf dem NES war, kann es ja auch einfach ein Hack gewesen sein. Dahingehend ist heutzutage nichts mehr unmöglich. Sind wir ehrlich. Ja, ja, ja. Fortschritt, bla bla. Naja, Stiebel, das ist ja dann trotzdem noch was, was jemand auch vernünftig in einem Hack umsetzen kann. Da hat jetzt X-Dive definitiv nicht das Rad neu erfunden. Dass man dem diese kreativen Einfälle in irgendeiner Form zumaßen könnte. Tut mir leid, aber nee. Ja, aber auch das ist trotzdem möglich. Außerdem, das hier ist nicht plötzlich. In diesem Spiel passiert nichts plötzlich. Es wird alles so oft einfach nur auf diese Programmfehler geschoben, dass nichts mehr plötzlich kommt. Alles, was passiert, ist, oh, der Programmfehler, oh, der Programmfehler. Nee. Kannst du alles vernünftig in Spielen umsetzen und dann überrascht sich halt einfach in dem Spiel, aber nicht das hier. Ah! Ja, natürlich. Sammel halt noch alle davon ein. Jetzt schaffen wir es am Ende nicht nur, weil uns ein dummes Auge erwischt hat. Okay, gut. Die Fülle dieser Arenen ist auch absolut nicht konstant. Hat mir jetzt gerade die eine, die uns auf 26 Sekunden runtergebracht hat.
kannst du auch auf einem Flohmarkt so eine berühmte inhaltlich veränderte Version gekriegt haben. Ist trotzdem nicht X-Style. Dieses Spiel. Es hat trotzdem nichts mit X-Dive zu tun. Aber da brauchen wir auch nicht diskutieren. Dann haben wir da einfach andere Wahrnehmungen. Oh, Drillman. Haben wir ein gewisses Mega Man-Spiel gespielt und haben uns da so ein bisschen was von Impact Man abgeschaut. Nee, das ist ein ganz kreativer Einfall und Drillman hat immer schon so funktioniert, genau. Lasst euch nichts anderes erzählen. Diese Bosse funktionieren so wunderbar miteinander. Mein Gott. Ja, wir haben effektiv zwei Bosse, die sich zeitweise unverwundbar machen können. Das ist qualitätsgebend. Und wahrscheinlich auch der einzige Grund, warum diese zwei Bosse miteinander kombiniert wurden. Nicht, weil sie irgendwie... Ja, Darkman und Bite waren halt einfach zwei Gegner, die mit ihren Fähigkeiten festhalten können. Es ist halt einfach nur nervtötend. Es ist nicht interessant, es ist einfach nur nervtötend. Aber dass die Leute, die mit Mega Man X betraut werden, dahingehend einfach keine Ahnung haben, hat man halt schon an den Zusatzkämpfen bei der Legacy Collection zu den Mega Man X-Spielen gesehen. Die Leute haben keine Ahnung, was sie damit anstellen sollen. Die hauen einfach irgendwelche Bosse zusammen in der Arena und fertig. Er hatte keine Bock, sich effektiv mit den Bossen auseinanderzusetzen. Ah, die beiden Bosse fliegen? Die können wir zusammen kombinieren. Ein Schwachsinn. Ich wünschte, ich könnte irgendwie mehr Schaden machen. Vielleicht muss ich das mit dem Waffenwechseln doch noch früher in Betracht ziehen. Oh nein, ich bin gestorben. Hast du alle anderen durch? Also bei allen alle 200? Okay. Ach ja, die zwei sind wahrscheinlich miteinander in einem Kampf, weil sie halt die beiden Gegner sind, von denen du Chips bekommen kannst, die du aber nur im Laden kaufen kannst. Das ist auch eine Gemeinsamkeit, die sie haben. Aber rein was den Kampfinhalt angeht, vermute ich einfach mal eher, es liegt daran, dass sie beide zeitweise nicht treffbar sein können. Wow. Ist das euer Ernst?
Ja, beim Magma Dragoon war es auch schon so eine tolle Idee, dass er nicht angreifbar ist. Wie soll man das denn zeitlich schaffen? Wie soll es irgendwie möglich sein, das in einer vernünftigen Zeit zu schaffen? Also alleine schon wegen dem Boss-Konzept. Oh nein, er ist nicht treffbar. Oh mein Gott, er ist unter der Erde. Und er war auch schon definitiv völlig unter der Erde. Er hat sich nicht in Gehgeschwindigkeit unter die Erde befördert. Und nein, ich kann ihn nicht angreifen. Er feuert gerade seine Raketen. Deswegen kann ich ihn nicht angreifen. Magma Dragoon hatte wenigstens eine Barriere um sich herum, während er seinen Angriff gemacht hat. War das wenigstens so eine Art Schild, den er hatte? Aber er hier steht ja einfach nur da. Ich posiere, also kannst du mich nicht angreifen. So, weg mit dir. Mein Gott. Ist das frustrierend? Wenn ich nicht davon ausgehen müsste, dass hier musikalisch noch irgendwas anderes kommt. Ja, das heißt, wenn ich das hier einmal durch habe, dann werde ich mir irgendeinen anderen Ton anmachen. Dann mache ich mir irgendeine Musik an. Irgendwas, was ein bisschen von dem hier ablenkt. Damit die ganze Warterei wenigstens nicht ganz so extrem ist. Ich kann mich auf irgendwas anderes konzentrieren. Das hier mit allen Eindrücken ist einfach nur... Öde ist inzwischen zu milde ausgedrückt. Wenn's öde wäre, würde ich mich einfach nur langweilen. Inzwischen schafft es dieses Spiel, mich wieder und wieder auch einfach sauer zu machen. Das ist keine Langeweile mehr, das ist wirklich offener und ehrlicher Frust. Einfach weil das nicht in meinen Kopf reingeht. Das hier ist eine offizielle Marke. Es ist ein gemacht von einer Firma, die offiziell unter Capcom arbeitet. Die Leute, die auch für die Resident Evil Teile, für Monster Hunter, für Street Fighter zuständig sind. Dann kommt sowas. Ist das hier das Neueste, was man von Mega Man sehen darf? Abgesehen von einem Auftritt in einem anderen Spiel, das inhaltlich offensichtlich auch nicht besser ist als das hier. Ja.
Habt ihr euch mal wieder zu bequem, eine Arena zu bauen, huh? Ich glaube, die hatten wir tatsächlich noch nicht. Nee. Wobei ich mir bei diesen Arenen auch vorstellen kann, dass das einfach nur Arenen sind, in denen du auch Spieler gegen Spieler kämpfen kannst. Und naja, die hat man halt jetzt mit Gegnern gefüllt, aber dazu fehlt mir das Wissen, um das sagen zu können. Ja, und was machen wir mit einer weitläufigen Arena? Wir bauen Gegner ein, die sich nur extrem langsam von Punkt zu Punkt bewegen. Übrigens hier ein Gegner unterhalb einer Plattform, wo ich nicht unbedingt in vernünftiger Art und Weise habe, diese Gegner treffen zu können. Es sei denn, ich bin dazu in der Lage, durch die Plattform durchzufeuern. Oder ich habe irgendwelche Charakterfähigkeiten, die die Gegner da immer noch treffen können. Ja, okay. Solange sie nicht schießen, sind die Gegner wohl doch auch halbwegs schnell. Die Nester aber nicht. Kommt her, ihr Gegner, bitte. Muss ich erledigen, bevor die Zeit abläuft. Ansonsten kommen wir hier nicht weiter. Im letzten Viertel dieses ganzen was meinst du mit hier? Nee. Ach so, wegen der Arena. Mhm. Ja, ich könnte mir halt vorstellen, dass hier PvP möglich wäre. Weil die Arena so aufgebaut war. Konnte ich mir auch bei der Arena in dem Gebiet von Split Mushroom grundlegend vorstellen. Oh, wir haben wieder die tolle Idee. Mensch, da fallen uns bestimmt keine Kisten auf den Kopf, weil wir nicht sehen dürfen, wo sie runterkommen. Alles trieb, dann bis später und viel Erfolg beim Einkaufen. Wird dann wahrscheinlich auch so um 13 Uhr die Übertragung beenden, um dann zu Mittag zu essen. Kriegen wieder eine veränderte Arena weiter oben. Zwischendurch haben ja die Arenenbilder, die angezeigt wurden, nicht einmal mit dem übereingestimmt, was wir letztendlich gesehen haben. Deswegen war ich an einer Stelle auch verwirrt, weil ich einen Boss gesucht hatte. Ich glaube, das war der gegen Mad Nautilus. Den nicht finden konnte, weil die Arena nicht richtig angegeben war. Da hat vielleicht ein Pflaster drauf, Steve. Das sollte sich so nicht weiter
bewegen. Das wird aber unweigerlich, weil man da ja trotzdem, auch wenn man es nicht mitbekommt, Zug drauf bekommen kann. Dann mach dich schlau, wie man damit am besten umgeht. Kann auch sein, dass du dann zum... Da kann nur ein Arzt was dazu sagen, Steve. Ich kenne mich damit nicht aus. Wenn er ganz ab ist, fällt mir nur Arzt ein. Gesund klingt das auf keinen Fall. Dass du das schon mal so hattest, wusste ich nicht. Oder nicht mehr. Kann schon sein, dass du es mir erzählt hattest, aber... Mein Gedächtnis ist leider nicht mehr das Beste. Man baut Effekte ein wie Gegner, die weggetragen werden. Okay. Auch wieder Sachen, wo ich nicht verstehe, warum sie entwickelt worden sind. Er fügt dem Kampf halt nichts hinzu. Vor allem, weil die Gegner dann auch einfach wieder erscheinen. Ist okay. Neu machen. Ja. Lade bitte. Danke. Ja. Ein Angriffseffekt verfünffacht meinen Schaden. Er sperrt uns mit seiner RAM-Attacke unsere Fähigkeiten, weil... Keine Ahnung. Sagt uns keiner.
Toller Bosskampf. Ganz toll. Es ist absolut unmöglich, diesen Gegner während dieses Angriffs anzuvisieren. Man weiß einfach nicht, wo er hinten wird. Es geht nicht. Er ist einfach viel zu schnell. Keine Chance. Danke, dass du dich auch mal wieder runter bequemst. Jetzt fall bitte um. Wir machen so wenig Schaden. Wir machen den Maximalschaden, verdammt. Es kann doch nicht sein. Da mal gucken, welche Waffenart für den X in der zweiten Dive-Rüstung. Am besten funktioniert. Ich habe mal gelesen, dass jemand nur noch mit dem Charakter spielen würde. Er wird wahrscheinlich auch potenziell der stärkste im Spiel sein. Ist halt nur die Frage, wie er dazu werden kann. Ja, Spiel, dann lass halt mal kurz die ersten paar Sekunden verstreichen, ohne dass irgendwas passiert. Ach nein. Kommt mir doch jetzt bitte nicht wieder mit den Gegnern. Ja. Natürlich, fokussiere dich auf die Gegner, denen du gerade keinen Schaden zufügen kannst. Nicht auf die Gegner, die deine Bewegung einschränken können. Natürlich gibt mir genau da die Munition aus. Weil das auch etwas ist, was man in seinem Spiel unbedingt haben muss. Munition. Auf seiner Hauptwaffe. Also wenigstens so wäre das nur die Zweitwaffe Munition hat, aber nein. Ein essentieller Teil des Spiels, dass du regelmäßig darauf warten musst, dass deine Waffe wieder angreifen kann. Weil Munition nachwächst. Binde geschafft, juckt keinen. Mhm. Wir sind jetzt offensichtlich wieder in dem Teil, bei dem diese Art Gegner relevant wird. Nicht, dass wir sie nicht schon zigmal gehabt hätten, aber hey. Hey, dieser Gegner hat deinen Angriff eindeutig abgeblockt. Wir haben nicht nur gerechnet, ob er das tut, und dann hat die Rechnung ergeben, dass er das tut. Nee, nee, nee. Oh ja, Gegner, die sich zeitweise verwundbar machen können, kombiniert mit Gegnern, die die heilen können. Es gibt Schöneres. Es gibt nur noch, weiß ich nicht, ein Drillman, der sich von diesen Mentors mit dabei hat.
mir doch keiner erzählen, dass ein dickes Kind. Ach, die verschwinden plötzlich wieder. Ich weiß nicht, was das Konzept ist. Vielleicht sind es auch nur die Grünen, die man besiegen muss, weil die Blauen dann plötzlich doch wieder nur ein Effekt sind. Ich weiß es doch nicht. Es ergibt einfach alles keinen Sinn. Autsch. Der finale Bosskampf wird doch eh nichts Besonderes werden. Im Übrigen habe ich neulich mitbekommen. Toll. Dass Illumina, die wir ja beim Abspann gesehen haben, dass vielleicht wieder mal hier im Maß gehalten werden kann. Achso, nee, wir haben ja wieder. Ja, Entschuldigung, wir machen mehr Schaden mit der Art Waffe. Ich hab's vergessen. Ja, ich will den Schadensbonus auf jeden Fall mal im Auge behalten. Aber wenn wir irgendwann dann noch dazu übergehen müssen, Waffen zu wechseln für die einzelnen Arenen, dann krieg ich die Krise. Nee, was ich mitbekommen habe. Ich weiß gerade nicht mehr, wo ich es mitbekommen habe. Ich glaube, ich habe im offiziellen Mega Man Discord im X-Dive-Kanal nachgelesen. Ich meine, mittlerweile habe ich ja offensichtlich alles gesehen, bis auf die Spitze vom Aufzug. Dass wohl Illumina und noch ein anderer Boss eigentlich im Spiel drin sein sollten, aber nicht sind. Weil der Himmel manchmal blau ist. Ich wollte gerade schon spaßeshalber sagen, oh, eine Arena, die jetzt daraus besteht, Eiszapfen auszuweichen, aber nee. Also ich meine, letztendlich zum Glück nicht. Sehr anstrengend. Nach der ganzen Monotonität hier. Andererseits wäre es halt zum allerersten Mal wieder eine originelle Idee. Ich meine, das wäre tatsächlich etwas, was man mit dieser Mechanik machen könnte. Es wäre natürlich letztendlich trotzdem wieder völlig bescheuert und überzogen, weil du die Eiszapfen in der Regel über dir sehen kannst, bevor sie runterfallen. Ja, wenn ich mich da auf die Plattform bewegen würde, würden die halt einfach auf mich drauffallen. Ich könnte sie nicht vorher sehen. Jetzt wieder die tollen Yeti-Gegner mit ihren Schneebällen, die sie sofort, wenn sie erscheinen, werfen. Weil man als Spieler auch eine Reaktionszeit von 0 Millisekunden hat, bekanntermaßen. So. Was war das denn? Ich konnte da nicht mal an die richtige Stelle hinlaufen. Ich teleportiere mich. Okay, dann mach doch. Dann mach doch. Tu dir den Gefallen. Ah. Bin mir gerade unsicher. Hatten wir Split Mushroom mal als Boss? Ich glaube nicht. Ich glaube, wir haben seine Chips einfach irgendwann bekommen, aber ihn selber haben wir nie bekämpft. Das wird sich jetzt ändern.
Was auch immer du sagst. Nichts sagen, aber die Kamera wollte sich kurz fokussieren und hat sich dann dagegen entschieden. Und wir kombinieren unseren Bosskampf natürlich sofort mit Gegnern, denn das müssen wir machen. Bosskampf funktioniert auch tadellos. Ich meine, die originale Arena war auch genau so breit. Ja. Übrigens ist im Originalkampf, auch genau so, dass er runterfällt, zur Seite geht und dann erscheint erst sein Ebenbild. Es ist nicht so, dass die sich eigentlich in der Luft dann trennen, indem sie auseinanderspringen. Ich spiel auf normal. Es gibt zwei höhere Schwierigkeitsgrade. Wie oft soll ich mich denn gegen die Bosse dann dagegen werfen, um sie zu besiegen? Ich habe mich schon halbwegs damit abgefunden, dass ich dieses Spiel nicht zu 100% spielen können werde. Trotzdem so weit spielen, wie es halt geht. Ach, der ist so ein Verwundbar, während der da oben ist. Ja, natürlich. Und auch das absolut originalgetreu. Der Boss hat nie wieder seine Phase geändert. Ah, okay, so viel dazu. Aber auch schön, dass der andere halt einfach nur als Projektil da ist und nicht mal letztendlich angegriffen werden kann. Gut, ich meine, es ist letztendlich ein Vorteil für mich. Ja, ist ja gut. Ich mach's ja nochmal. Thank you.
der Stelle zieht halt auch einfach nicht das Argument von wegen, ja, du musst halt für bestimmte Punkte im Spiel dann so stark sein. Das hier ist nicht der höchste Schwierigkeitsgrad für diesen Bereich hier. Das ist nicht so, dass du mehr Möglichkeiten hättest, wenn du auf einen höheren Schwierigkeitsgrad spielst. Hast du nicht. Wir sind soweit am Maximum. Wir können nur noch Waffen durchwechseln. Und Charaktere. Selbst das sollte nicht in der Form nötig sein, um durchzukommen. Das ist aber einfach nicht das, was das Spiel uns über die Dauer hinweg kommuniziert hat. Und weg mit dir. Sehr schön. Schluck drin. Wenn ich von dem Zeug hier nicht noch Kopfschmerzen krieg. Ja. Es ist alles bedeutungslos. Dabei dauert das alles nicht mal so extrem lange, aber es fühlt sich extrem lange an. Dieses Spiel ist ein Sinnbild für Quantität über Qualität. Komm schon, wirf mir die letzte Runde einen Gegnern an den Kopf. Das dauert eh lange genug. Die Schilde dieser Gegner so wunderbar funktionieren. Lass uns die letzten paar Siege hier noch rauspressen. Bis wir dann wenigstens auf normal alle 200 gesehen haben. Es sind halt immer noch so viele. Es wird einfach nichts passieren. Wir haben einfach nur Arena nach Arena. Immer wieder nur diese formlosen Massen an Gegnern, die hoffentlich innerhalb der Zeit umfallen, weil für diese Gegner, soweit ich es in Erinnerung habe, gilt, dass sie alle umfallen müssen. Im Gegensatz zu den Bossen, bei denen man halt dann einfach so lange probiert, sie zu besiegen, bis sie dann irgendwann einmal tatsächlich umfallen. Und ich hader innerlich mit mir selber, ob ich das schlimm fände.
in die andere Art und Weise wäre, dass ich halt wesentlich früher sagen hätte müssen, dass ich das Spiel an der Stelle nicht weitermachen kann. Und letztendlich läuft das mit dem Aufzug hier genau darauf hinaus. Es läuft darauf hinaus, dass ich es bis dahin spiele, bis es faktisch für mich nicht mehr möglich ist, weiterzukommen, weil ich in einer solchen Gegnerrunde dann sein werde. Und das wird wahrscheinlich auf Hard irgendwann der Fall sein. Das wird auf Herausforderungen noch wesentlich früher der Fall sein. Dass ich halt faktisch einfach nicht mehr durchkommen kann. Egal was ich mache, ich bin dann einfach zu schwach, um die Gegner innerhalb der Zeit zu erledigen. Und kann dann sagen, Twitch, hier geht es für mich nicht weiter. Ich kann das an der Stelle nicht weiterführen. Und dann... kann ich mir auch das Gewissen in der Form erleichtern, dass ich mir sagen kann, an der Stelle wäre es einfach nicht weitergegangen. Es wäre gar nicht möglich gewesen, da weiterzumachen. Egal wie viele Versuche ich da noch investieren würde, es würde einfach faktisch nicht mehr gehen. Weil dieses Spiel schlecht konzipiert ist. Und weil hier einfach die technischen Voraussetzungen genau so sein können, dass du nicht komplett durchkommst. Und unter diesen Umständen braucht mir auch keiner erzählen, dass das jemand gemacht hätte. Ohne in irgendeiner Form weiter einzugreifen. Spiele, was sich alles über dir abspielt. Mensch. Wenn du da gleich in ein paar Sekunden hinkletterst, dann... dann bekommst du Inhalte, bei denen dir Hören und Sehen vergehen wird. Das ist das, was man machen sollte. Unbedingt. Das ist das, was eine Arena tun sollte. Erstmal sagen, ja, lauf mal ein paar Meter. Da, wo die Pfeile hinzeigen, da passieren Dinge. Entschuldigung, ich hoffe, das war nicht hörbar. Nicht davon ausgegangen, dass das so laut werden würde. Nee, aber was ist das denn bitte für ein Mehrwert? Oh, guck mal, wir haben jetzt eine ganz große Arena und in allen Ecken und Enden dieser Arena sind Gegner, die sich auch nicht von der Stelle bewegen oder nur langsam. Du, lieber Spieler, sollst jetzt da bitte schnellstmöglich hinlaufen, um diese Gegner zu erledigen. Denn in unseren Arenenkonzepten ist die Zeit dein Feind. Ja, auch das Konzept von Gegnern wie diesen Fledermäusen, die halt dann teilweise einfach in der Wand drin hängen. Die wir mit unserer Waffe zum Glück erwischen können, weil wir doch wieder durchschießen können. Aber wenn wir das nicht könnten, dann würden wir halt da stehen und kurz warten müssen, bis diese Fledermäuse aus der Wand rausgeflogen kommen. Genauso diese Insekten, die sich in diesen Waldgebieten zum Teil einfach dazu entschlossen haben, ach ja, wir fliegen von unten daher und wir schießen schon zweimal und halten deswegen an, bis wir dann mal in deine Reichweite geraten. Generelles Konzept hier. Wenn die Arenen jetzt einfach immer größer. Teilt ihr die Gegner plötzlich. Ich frage mich aber andersrum, warum solche Strukturen hier in Leveln dann eigentlich nicht möglich waren. Ich meine, das hier ist jetzt nicht extrem aufwendig. Verstehe mich nicht falsch. Aber
ist halt jetzt verglichen mit diversen Levelstrukturen wesentlich weitläufiger. So weitläufig, dass du das ähnlicher Form immer wieder aneinander kleben könntest und dann würde so eine Art Levelstruktur entstehen. So, okay. Jetzt sind wir wieder in einem anderen Extrem gelandet. Jetzt geht es nicht mehr darum, dass die Gegner ewig brauchen, bis sie erscheinen, sondern jetzt werden sie dir einfach nur in hoher Geschwindigkeit an den Kopf geworfen. Jetzt ist eben gerade keine Wartezeit mehr dazwischen. Unbedingt sollte man den ganzen Boden mit diesen Gegnern pflastern. Das ist eine tolle Idee. Auf die Gegner wieder, die erscheinen, während des Erscheinens schon direkt anfangen zu schießen. Nämlich wieder mit ihren Raketen. Ja, gut, dass ich mich nochmal entschieden habe, die Waffe hier zu nehmen. Gut, dass ich mich dazu entschieden habe. Mit Purgatory würde ich ewig durchstehen. Ich habe mich nur gestreckt. Entschuldigung. Klar. Oh toll, wir haben wieder Bosse. Warum auch immer wir dann hier seinen Chip kriegen. Eigentlich Overdrive Ostrich in der Arena ist, aber... Und es ist nur 165! Wir haben noch so viele Arenen vor uns. 35 Stück nach der hier. Wir werden uns erstmal um Overdrive Ostrich kümmern. Ich werde auf gar keinen Fall zuerst versuchen, Magma Dragoon zu besiegen. Oh. Silberpunkt wieder. Inwiefern sollen diese Bosse irgendwie zusammenpassen? Was soll man hier bitte anderes machen als... Das ist keine... Das ist einfach keine Wand, an der man klettern kann. Natürlich nicht. Warum auch? Warum sollte man da auch klettern können? Kennt man ja. Also ich meine, von Overdrive Ostrich kennt man es ja tatsächlich, aber... Merkt man schon gut, könnte man doch klettern. Ja, das ist natürlich eingebaut worden, damit man als Spieler endlich lernt, Magma Dragoon auch ohne Wände zu besiegen. Weil man als Spieler einfach ständig damit verwöhnt war, an Wänden klettern zu können und damit auf Abstand zum Magma Dragoon zu gehen. Und deswegen, nur deswegen gibt es hier keine Kletterbahnwände und keine Lava-Gruben. In welchen Magma Dragoon eintauchen kann. Auch weil diese Attacke von Magma Dragoon ohne Wände so wunderbar auszuweichen ist. Dann haben wir Magma Dragoon, der sich dann wieder dazu entschließen wird, ab dem Punkt, ab dem er dann die Hälfte seiner viel zu vielen Lebenspunkte verloren hat, hinzustellen und einfach eine Runde rastbar sein wird. Das immer wieder. Weil das den Kampf auch so viel interessanter macht. Irgendjemand
das wollen. Also muss doch jemand exakt dieselbe Einstellung haben wie ich hier. Ich denke, ich möchte das Ganze hier so weit sehen, wie ich es kriegen kann. Ich kann mir keinen anderen Antrieb vorstellen, aus dem man sich das antun würde. Da kann man halt auch nicht mehr mit Spaß argumentieren. Was genau soll hieran denn Spaß machen? Also selbst wenn man völlig andere Vorstellungen von Spielinhalten hat als ich. Was der Fall sein kann. Hat man ja, sieht man ja daran, dass Steve zumindest die Originalfassung in Ordnung findet. Aber selbst Steve hat mir in manchen Punkten schon zugestimmt, dass es qualitativ halt einfach Schrott ist. So. Schadensmäßig weiterhin die Aussage, wir spielen hier normal, wir spielen nicht hart, wir spielen nicht Herausforderung. Und hart und Herausforderung werden nur Kopien hiervon sein. Nichts weiter werden diese beiden Modi sein. Sie sind einfach nur bloße Kopien von dem Ganzen hier mit erhöhten Werten. Mit einem Multiplikator, der an die Gegnerwerte drangehangen wird. Und nichts weiter wird der Fall sein. Es wird alles exakt so ablaufen. Mit dem Unterschied, dass wir eben noch schneller zusammenklappen. Als wir das jetzt hier eh schon tun. Auf dem einfachsten Schwierigkeitsgrad. Na komm, jetzt fall um, damit wir einen anderen Plagegeist annehmen können. Dass ich hier überhaupt versuche auszuweichen, liegt auch nur daran, dass... Ja. Ja. Was soll man genau gegen diese Attacke machen? Auch eine tolle Animation übrigens. Wundervoll. Bin gerade am Überlegen. Die Lebenspunkte von denen gehen ja nicht weg. Nahkampfwaffe. Wir haben eine Nahkampfwaffe. Wollen wir mal sehen, wie schnell wir diesen Gegner mit unserer Nahkampfwaffe zerlegt bekommen. Mit der Nahkampfwaffe, die wiederum auch nicht mehr als die 50.000 an Angriff haben kann. Aber da habe ich jetzt ehrlicherweise gerade nicht nachgeschaut. Also gut, ja, man kann der Attacke ausweichen, wenn er sich irgendwo in der Arena befindet. Das geht nicht. Aber wenn er da steht, was willst du denn machen ohne eine Kletterbadewand? Unsere Waffe ist letztendlich nicht die beste ihrer Klasse. So. Was wird denn hier das Beste sein? Ja, da haben wir halt noch gar nichts an Fragmenten. Und das braucht aber alles dann... Genau diese Währung. Die Währung, die wir nicht mal in dem Modus jetzt wirklich hinterhergeworfen bekommen. Ich weiß gerade. Ich muss mal kurz gucken. So, Nahkampfwaffen.
Welches wird denn jetzt hier das Beste sein? Wir haben hier keine Ausrichtung. Verbrauchenergie, ja, das ist immer dasselbe. So, da ist der Grundangriff 48. Die haben alle nicht nichts Besseres. Der rote Lotus. Moment. Mit 16 ist der schon ver. Wobei, das hier sehe ich gerade, hat diese Dive-Optik. Das heißt, das ist die Dive-Waffe. Das heißt, das Ding wollen wir haben. Also hier mit dem Miracle Blade. Welches wir nur freischalten können, denn wir haben nur so wenig von der Währung. Mein Gott. Auch wenn es nervt, ich brauche das gerade. Wir haben übrigens ein bisschen was von der Währung bekommen. Schön, oder? Absolut grandios. Sind unsere Werte denn aktuell so? Ah ja, geht doch höher. 40.000. 41.000. Tja, ist ja schade. So, wir brauchen 30 Stück davon. Ist ja blöd, ist ja schade. Da müssen wir wohl so weitermachen. Oder? Wir haben ja quasi nichts gemacht in den Kämpfen hier. Das war ja jetzt gar kein Aufwand. Wir haben nichts gemacht. Deswegen kriegen wir auch von der Währung natürlich quasi nichts. Selbst wenn wir diese drei Türme komplett machen würden, kriegen wir doch kaum was von diesen Elementkristallen. Also ich weiß nicht, wie es mit der Sprayer-Waffe aussehen wird, aber... Ich kann mir halt durch die Art und Weise, wie dieses Spiel funktioniert. Schön, dass wir ihn gerade nicht mal mehr vernünftig angehen konnten, weil er sich offensichtlich aus dem Bereich rausbewegt hat. Ich kann mir halt trotzdem nicht vorstellen, dass mit der Art und Weise, wie das Spiel funktioniert. Und auch deswegen, weil die maximale Angriffskraft offensichtlich für sämtliche Waffentypen nur 50.000 ist.
was mit unserem Schaden zu tun hat. Also nur am Rande. Dass man mit anderen Waffen besser Schaden anrichten können soll. Das will ich sagen. Weil du ja trotzdem eine gewisse Frequenz brauchst, mit der du dann angreifst. Ja, seine Lebenspunkte sind schon mal nicht mehr dreistellig. Ist das nicht fantastisch? Oh nein, wir sind tot. Dann müssen wir es nochmal probieren. Immer schön ans Trinken denken. Auch in dieser Jahreszeit braucht man immer täglich eine gewisse Menge an Flüssigkeit, damit im Körper alles durch soll. Und damit man keine Kopfschmerzen bekommt. Zumindest nicht aus diesem Grund. Krank werden kann man leider natürlich immer. So, Bildungsauftrag ist erfüllt. Hätte damit schlechten Spielinhalten. Ich würde ja gerne sagen, ich hoffe, dass ich ihn in diesem Turm nach dem Kampf nicht mehr sehen muss, aber ganz ehrlich, welchen Boss will ich denn hier sehen? Keinen. Letztendlich will ich keinen Boss hier mehr sehen. Weil die Bosse alle schlecht sind in diesem Turm. Keiner ist gut. Selbst Bosskonzepte, die in ihrer Art und Weise in irgendeiner Form okay waren, gehen völlig dran kaputt, dass die Kämpfe hier einfach nur ewig dauern. Nimm doch einfach keinen Schaden, ja, ich hab's gesagt. Und dann treten wir irgendwann in die zweite Phase des Kampfes ein. Der er halt dann einfach immer wieder unverwundbar wird für eine kurze Zeit. Die ist faktisch kurz, aber auf die Gesamtsituation gerechnet halt trotzdem viel zu lang. Ja. Ja, ich erinnere mich, als uns dann das erste Mal die Zeit gegen ihn ausgegangen ist, weil er diese Attacke gemacht hat. Passt halt einfach auch nicht zusammen. Ja. Lass mich einfach spielen, bitte. Was die Ladezeiten sollen, weiß ich nicht. Dagegen frage ich mich viel eher, wie es eigentlich sein kann, dass so ein Spiel, das für Mobiltelefone konzipiert wurde, auf einem Rechner dann noch wirklich Ladezeiten haben kann. Ich meine, das sind keine ewig langen Ladezeiten. Aber bei diesen Inhalten frage ich mich halt schon, wie es überhaupt zu Ladezeiten kommen kann. Als ob das alles hier so inhaltlich komplex ist, dass ein Rechner, okay, ich meine, meiner ist jetzt nicht das Schlechteste, aber auch nicht, definitiv nicht auf dem aktuellen Stand der Technik. Aber er ist halt definitiv genug, um so etwas hier laden zu können. So, weg mit dir. Wuhu. Wir haben wieder eine weitere Runde geschafft. Natürlich läuft die Zeit wieder weiter. Und diesmal haben wir wenigstens noch genug Zeit, dass der
Werte her in Ruhe explodieren kann, sich auflösen kann. Damit wir die Stufe hier verlassen dürfen. Oh, wieder eine Bossrunde. Wir kriegen wieder 300 künstliche Währung. Ja, 65. Ich habe vorher noch gesagt, da kommen noch 35 danach. Das sind jetzt noch 35. Das heißt, 7 Bosse. Bosse. Mein Gott, ich hoffe, wir können wenigstens das obere Ende dieses Aufzugs sehen. Ich meine, wir kriegen ja jetzt hier schon Probleme. Dass das auf hart potenziell dann nichts mehr wird. Bei Herausforderungen, was will ich mir da vormachen? Je nachdem, wie herausfordernd Herausforderungen sein wird. Werden wir da nicht weit kommen. Ja, wie vorher schon angedeutet, irgendwo will ich es auch einfach. Ich möchte das Ganze hier einfach nur guten Gewissens für den Akten legen können. Sagen können, ich habe getan, was ich konnte, der Rest ist einfach nicht vernünftig möglich und dann hat sich das. Dann ist das ein furchtbares Kapitel meiner Zockergeschichte. Aber es kann halt zugemacht werden. Eben der dann überlegt, das hier zu spielen, kann ich ja sagen, wenn du deine Zeit wirklich komplett verschwenden willst, dann mach ruhig. Ich kann aus eigener vollständiger Erfahrung sagen, dass du hier nichts finden wirst, was dich interessiert. Was dich auf lange Zeit wirklich unterhalten kann. Ich meine ja, das Ganze ist hier im Endeffekt quasi der optionale Teil, aber selbst der optionale Teil eines Spiels sollte nicht davon enthoben sein, eben auch eine gewisse, einen gewissen Inhalt zu bieten, der halt dann auch im besten Fall inhaltlich interessant sein sollte. Ich weiß, dass man sich bei Spielen durch die eine oder andere Sache natürlich auch durchquält. Es ist absolut nichts Neues, dass man sich in Spielen auch mal durch bestimmte Inhalte durchquält. Manches ist nervig für einen und Konzepte sind halt nicht immer gut. Es gibt halt einfach auch Sachen, die laufen schief. Aber ja, das Spiel hier hat halt so eine gewaltige Masse. Dieses Spiel ist halt mit seinen Inhalten dermaßen aufgebläht. Also aufgebläht in dem Sinne, dass es halt die ein und dieselben Dinge, die im Spiel vorhanden sind, nur wieder und wieder benutzt. Und weder auf eine wirklich interessante Art und Weise. Ich kann mich nicht mehr bewegen. Wir haben jetzt hier, wie viele Gegner? Es ist 8-mal derselbe Gegnertyp. 8-mal befindet sich in dieser Arena derselbe Gegnertyp, welcher uns durch diese schiere Menge in einer effektiven Dauerparalyse halten kann. So. Wo ist das in irgendeiner Form
vertretbar. Was genau ist hieran ein gutes Konzept? Ich glaube, ich finde einen Moment. Oh. Kannst du bitte die relevanten Gegner angreifen? Wir werden hier wahrscheinlich trotzdem jetzt nicht rechtzeitig fertig werden. Ja, toll. Gut, gut. Es gab tatsächlich doch einen Moment, in dem ich mich bewegen hätte können. Die See, was hier angeraten wird, dass man Stärke haben sollte für diese Stufe. Nö. Einfach nö. Wie stellt man sich das denn vor, bitte? Ja, hier dann sieht man dann, es fängt tatsächlich immer wieder von vorne an. Es fängt immer wieder komplett von vorne an. Wenn wir so eine Stufe hier nicht schaffen, aus Grund XY, dann sind wir verloren. Dann gibt es keine Möglichkeit, das zu schaffen. Gut, ich meine, heißt jetzt erstmal, solange wir das irgendwie schaffen, diesen Projektilen auszuweichen, kriegen wir es hin. Und das heißt halt trotzdem nicht, dass hier ein vernünftiges Konzept aufgefahren wurde. So etwas sollte einfach nicht passieren können. Gegner sollten dich nicht in einer derartigen, in so eine Lage bringen. Du kannst dich ja effektiv nicht mehr wehren. Nein. Und nee, auch wenn man den Projektil natürlich ausweichen kann und dadurch so eine Situation theoretisch verhindern kann, heißt das noch lange nicht, dass es einfach zulässig wäre, so etwas passieren zu lassen. Wenn man sich jetzt mal überlegt, in so einer Situation im herkömmlichen Spiel passiert, kommst du ja nicht weiter. Das heißt, die einzige Möglichkeit, wie du dann rauskommst, ist entweder das Level verlassen oder dich von den Gegnern tot kloppen zu lassen, was gleichbedeutend ist in diesem Spiel. So. Ja, wir machen mehr Schaden mit Maschinengewehren. Schön. Schön, schön, schön. Zu einem früheren Zeitpunkt hatte ich übrigens tatsächlich mal zwischendurch so den Gedanken, ja, wenn ich mich mit die anderen Waffenarten kann ich mir ja potenziell nur auch in einem anderen Durchlauf, in privater Durchlauf anschauen. Wenn mir wirklich so langweilig sein sollte, dass ich mir denke, ja okay, ich schaue das Spiel halt trotzdem nochmal an. Schau mir einfach nur aus Interesse an, wie die anderen Waffen zu funktionieren. Diesen Unsinn hat mir das Spiel inzwischen erfolgreich ausgetrieben. Inzwischen möchte ich das nicht mehr. Inzwischen habe ich da gar kein Interesse mehr daran. Ich wüsste nicht, wieso. Zumal ich die anderen Waffenarten potenziell eh noch ausprobieren muss, um hier vernünftiger durchzukommen. Wobei ich auch da wiederum nicht weiß, was ich mir da eigentlich erwarte. Oh, nö. Ach so, da kommt ein Aufzug. Ja, das konnte ich wissen. Danke, Spiel. Beweg dich bitte. Das macht's ja noch besser, das gesamte Konzept. Wenn jetzt wieder unten Gegner erscheinen und welche Überraschung, das tun sie. Hab ich ja. Ah, natürlich bewegen sich die Aufzüge dahin, denn
Ansonsten könnte man sich ja wenigstens den Weg nach unten irgendwie beschleunigen. Aber nein, nein, natürlich blockieren diese Aufzüge dann auch noch den kompletten Weg nach unten. Und natürlich spicken wir unsere Arena wieder mit den besten Gegnern, die es gibt. Nämlich die mit den Sprühangriffen. Was auch sonst. Sprühangriffen. Natürlich haben wir auch Angriffstürme mit Angriffen, die paralysieren in petto, denn das macht Spaß. Das macht gute Laune. Und natürlich erscheinen die nächsten Gegner wieder unten, weil man das alles so wunderbar gut koordinieren kann. Denn als Spieler hat man natürlich immer die größte Ahnung davon, was als nächstes passieren wird. Und nach oben kommt man nur schneller, indem man diese tollen Wände benutzt mit den tollen Stacheln, deren Trefferkisten auch wunderbar funktionieren. Ich weiß, als Gegenargument kann man bringen, wir schaffen die Arenen ja trotzdem in der Regel auf den ersten Versuch. Das macht's halt trotzdem konzeptionell nicht besser. Wir latschen ja trotzdem immer noch mit der beinahe höchstmöglichen Angriffskraft herum und wir kriegen jetzt eine Lumine-Karte, ja. Ach, dafür, dass wir wieder zwei Bosse haben. Der eine kann paralysieren, der andere ist ewig lang nicht angreifbar. Oh. Das war dumm von mir, meine Elementwährung, meine Elementkristalle für was anderes aufzuwenden. Klar, du schaust in die eine Richtung und schießt in die andere. Logisch. Das ist nicht schön, dass man vor lauter Effekten und Zahlen gar nicht mehr richtig sehen kann, was der Gegner eigentlich macht. Schön, dass die Projektile noch daher kamen. Ja, und für den Kampf bräuchte ich jetzt einen Sprayer. Ich war einfach dumm. Ich hätte mir hierfür einfach die besten Waffen kaufen sollen. Aber ich ging nicht davon aus, dass es so schlimm werden würde. Ich ging naiv davon aus, dass ich mit einer Waffenkategorie hier schon gut durchkäme. Aber dem ist einfach nicht so. Ich bin auf diese Schadenserhöhungen tatsächlich angewiesen. Ohne die haut das nicht hin. Ach, natürlich machst du das nochmal. Entschuldigung, ich konnte es nicht sehen, weil deine Animation von deinen Schadenswerten verdeckt wurde. Wieder sarkastisch fragen, wie die beiden Bosse zusammenpassen sollen, aber selbst das erscheint inzwischen sinnlos, weil es ihn nichts daran ändert. Wir haben längst festgestellt, dass es hier keinen Kontext gibt. Diese Gegner sind völlig wild zusammengewürfelt, genauso die Umgebung, die jetzt aus nicht ersichtlichen Gründen jetzt eben die Höhle von Stinkermillion ist.
Nur eben ohne Gitter. So, da ist der Gegner. Da ist die Animation einfach von einem anderen Gegner blockiert worden. Also da hätte nicht mal. Jetzt nicht mal geholfen, dass die Zahlen nicht mehr auftauchen. Aber ich lasse die trotzdem an. Ich sehe das nicht an. Ich werde dieses Spiel nicht besser darstellen, als es ist. Das ist so vorhanden. Das ist die Standardeinstellung. Und genau so sieht das aus, wenn man das drin lässt. Ein Spiel hat mit sämtlichen Einstellungsmöglichkeiten spielbar zu sein. Und nicht, dass man irgendwann sagen muss, jetzt muss ich was anderes einstellen. Ansonsten kann ich das Spiel nicht mehr vernünftig spielen. Ansonsten kann ich Gegneranimationen nicht sehen. Wie kommen wir denn dahin? Wenn ich mir als Spieler selber überlegen muss, wie das Spiel angenehm für mich wird, dann... Oder nichts komplett nervtötend, dann läuft was falsch. Spieler sollte ich mir andere Gedanken machen müssen. Das hier hat jetzt auch nicht mit technischen Voraussetzungen zu tun, wie bei Hollow Knight. Dass mein Rechner halt potenziell einfach zu schlecht ist für zu viele Effekte. Das ist ein anderes Thema. Da geht's mir... Mir geht's jetzt hier schon um konkrete Inhalte. So, gleich haben wir den einen platt. Dann kommt nur noch in Anführungszeichen die Spinne. Dass ich manchmal wegspringe, liegt einfach nur daran, dass ich vermute, dass so ein Angriff kommt. Hat nichts damit zu tun, dass ich hier tatsächlich irgendetwas bekommen würde. Ja, ich stehe eindeutig im Gegner drinnen. Stimmt, die Beine von dem Gegner zeigen mich nach hinten. Ja, der einzige Vorteil bei der Spinne, sie hat halt selbst mit vielen Leisten nicht so viele Lebenspunkte. Wieder ein grandioses Zeichen dafür, dass die Lebenspunkte Leistung in dem Spiel einfach nichts aussagen. Ich meine, Mega Good Mega Man Level Contest hat auch Gegner mit sehr vielen Lebenspunkten. Ding ist nur, bei den einen ist es ein Witz. Bei anderen wiederum eine Herausforderung, der man sich als Spieler so überhaupt nicht stellen muss, aber kann. Oder es gibt einfach Phasenwechsel, die damit einhergehen. Das heißt, es hat sogar eine spieltechnische Bewandtnis, dass diese vielen Leisten da sind. Wir kriegen den nicht hin, ne? Selbst wenn der jetzt da runterkommt, er braucht so lange zum Explodieren. Oder? Na? Oh, wir haben tatsächlich auch mal so einen Fall bekommen. Ja, ich finde, so rot eingefärbt ist der Bildschirm auch viel schöner. Wundervoll. Ganz, ganz wundervoll. Die Markierung im Kampf muss im Übrigen auch nicht verschwinden, denn wir sind ja quasi immer noch im Kampf. Logisch. Wir machen wieder mehr Schaden mit dem Maschinengewehr. Juhu. Je nachdem wie viele Gegner kommen, kommen wir trotzdem nicht wieder früher als mit 26 Sekunden aus dem Kampf raus.
Ach, wir haben wieder so eine Runde. Ja, ich hab's vorhin noch angesprochen. Ach, die Runden, bei denen effektiv das Problem ist, dass Gegner halt einfach nicht vernünftig daherkommen. So. Ich möchte an der Stelle dann aber sagen, wir sind bei 171. Und wir haben jetzt plötzlich wieder eine Stufe, in welcher Gegner auf Einzelnen erscheinen. Nicht, weil ich das mit den mehreren Gegnern auf einmal plötzlich gut finden würde, sondern im Sinne dessen, dass das Spiel damit eigentlich eine Art Fortschritt hinsichtlich der Schwierigkeit angedeutet hat. Das ist das, was das Spiel uns gezeigt hat. Jetzt kommen mehr Gegner, das ist unsere Art und Weise, wie die Schwierigkeit nach oben geht. Jetzt haben wir plötzlich wieder eine Arena, in der uns Gegner zum Teil einzeln an den Kopf geworfen werden. Mit Wartezeiten dazwischen. Das Spiel kriegt nicht einmal seine Übertreibungen konsequent hin. Dann gibt es genau die Art Arena jetzt wieder mit dem Maschinengewehr mehr Schaden anrichten würden. Was? Oh Gott. Ja, wenn ich dann später mit Osoma zusammen die Übertragung mache, schaffen wir ja vielleicht heute endlich den ersten Turm. Turm. Aufzug. Ich würde übrigens sagen, der tatsächliche Aufzug in X8 ist nicht so lang. Falls man sich's nicht denken konnte. Er hat eine angemessene Länge, wie man sie bei einem Level eben erwarten würde. So, und bei der Arenenaufbaute würde ich jetzt mal sagen, da kommen bestimmt nicht wieder Augen. Nee, aber stattdessen wieder sehr viele einzelne Gegner. Aber ist das hier einfach eine Ebene, die wir vorher schon mal hatten, nur kopiert? Wie gesagt, ich möchte nicht, dass es schlimmer wird. Das ist gar nicht das, was ich haben möchte, aber das hier gerade wirkt so extrem wenig. Nach allem, was wir sonst so an Ebenen hatten, dass ich mich gerade schon frage, ob hier effektiv dann ab einem gewissen Punkt einfach nur was dran kopiert wurde. Ob das hier eine Ebene ist, die wir schon mal hatten. Als wenn wir jetzt tatsächlich wenn wir uns der Spitze näher in den Gefilde kommen, wo effektive Sachen einfach nur kopiert wurden, im Sinne von, so weit spielt doch keiner. Dann legen wir noch den Chip auf die ganze Absurdität drauf. Das Spiel gibt sich echt Mühe, alle Fehler zu machen. Wenn es für irgendwen überemotionalisiert wirkt als Reaktion hierauf, dann hat eine Person nicht gesehen, was dieses Spiel hier bis jetzt alles geboten hat. Wenn ich dann nicht verstehen kann, wie man das dann noch als übertrieben betrachten kann. Gut. Es gibt natürlich Leute, die sagen würden, ja, dann lass es halt. Gut, damit wäre das Gespräch zu dem Thema halt dann beendet, weil man ab dem Punkt dann halt nichts mehr weiter sagen kann. Das ist dann bereits der Punkt im Gespräch, ab dem man halt dann sagen muss, ja, okay,
Es sind halt unterschiedliche Haltungen dazu und damit hat sich's. Insofern, ja. Das ist natürlich eine Variante, wie ein Gespräch hierzu ablaufen kann und wo jemand dann natürlich eine andere Haltung dazu hat. Wie habe ich nach X6 damals gesagt, ich möchte andere Wege einschlagen, um wieder Spaß an Spielen zu haben. Hätte ich gewusst, dass das hier das ist, was mir dann entgegenkommen wird, hätte ich gesagt, ich glaube, ich mache jetzt mal weiter mit Mega Man Herausforderung. Oi. Klar, Entschuldigung, wie konnte ich nicht ahnen, dass diese Dinger da auftauchen werden? Das war ja... Achso, ich treffe das Auge natürlich nicht, weil ich nicht so viele Ziele auf einmal treffen kann. Entschuldigung. Ich konnte mir diese Offensichtlichkeit entgehen. Wie genau soll man als Spieler vorhersehen, wo die eine Lücke sein wird? Wenn die Dinger wenigstens so eine Erscheinungssequenz hätten im Sinne von da kommt gleich ein Auge hin, okay. Aber so doch nicht. Was glänzt eigentlich so um uns herum? Ist das die Kraft von Via Quadrat? Bei der Sense kommt's nicht. Ja, typische Kombination, also klar, was auch sonst. Ja, den machen wir jetzt noch und dann gehe ich in die Pause. Habe ich es gerade richtig gesehen, dass wir 1000 von der Elementwährung dafür kriegen? Würde ich meinen, für 175 vielleicht auch irgendwo angemessen, dass sich irgendwann mal die Mengen an Elementkristallen erhöhen, aber selbstverständlich ist hier gar nichts. Ja, ich werde mich dann um einen großen gleich kümmern. Jupp, ausweichen will ich ihm offensichtlich trotzdem. Denn wir nehmen ja Schaden. Auf normal. Mit maximierten Werten. So, ich würde den Bestandteilen des Yellow Devils ja wahnsinnig gerne ausweichen, aber unsere Ansicht ist fixiert. Unsere Ansicht ist fixiert. Wir können nicht mal die Wände sehen. Okay, ich glaube, das mit dem 13 Uhr aufhören wird nichts.
Vor allem ist es auch noch die schnelle Version von dem Stern. Haben wir den einen schon auf 78 Lebenspunkte leisten runter. Damals, als die Bosse noch eine Lebenspunkte Leiste hatten. Selbst wenn die den halben Bildschirm überzogen hat. Selbst dann war die Bosse noch schneller besiegbar als das hier. Das sind Trefferkisten. Ja, da kann man wunderbar ausweichen bei den beiden Gegnern. Sehe ich gar kein Problem. Also, was soll denn hier schief gehen? Wollen wir sagen, wenn man das Ganze tatsächlich takten würde, also wirklich, wirklich voneinander abhängig machen würde, wäre es möglich. Theoretisch kannst du diese beiden Bosse zusammenfügen. Aber halt nur dann, wenn du das Ganze auch mit einer vernünftigen Rahmenbedingungen bedenkst. Vernünftige Rahmenbedingungen bedeuten schon mal im Ansatz nicht, dass diese Bosse völlig autark durch die Gegend tanzen. Sondern es bedeutet eben, dass zum Beispiel dass der Stern mit der Bewegung des Yellow Devil mitgeht, im Sinne von, das ist ein Teil von dem kompletten Muster. Da rollt halt der Stern dann irgendwann, während die Einzelteile durchkommen, mal durch. Das kann funktionieren. Kannst diese Bosse tatsächlich so zusammenfügen. Es ist übrigens wahnsinnig einfach, den Bestandteilen vom Yellow Devil auszuweichen, wenn meine Sicht blockiert wird von einer Explosion. Jetzt wird es halt lediglich wieder ein Zeitfaktor. Oh, jetzt kriegen wir ihn halt einfach noch nicht in der Zeit besiegt. Aber es ist halt wenigstens nur noch er. Ich kapiere halt nicht, wie man so wenig Bossverständnis haben kann. Zwei Bosse in einem Kampf zu kombinieren, ist kein Ding der Unmöglichkeit.
Es ist nichts, was man nichts, was man kriegen könnte. Alles, was es dafür braucht, ist halt, dass Hirnschmalz investiert wird. Dass man sich dann konkret anschaut, was können beide Bosse und wie kann man das in einer vernünftigen Art und Weise miteinander kombinieren. Um im Mega Man-Kontext zu bleiben, nehmen wir Pandora und... Wie ist er? Prometheus? Glaube ich. Prometheus, zu Englisch. Nehmen wir die beiden. Sie haben beide, sind beide einzelne Gegner. Aber es gibt auch einen Kampf, in welchem man gegen beide kämpft. Und was hat man gemacht in diesem Kampf? Beide sind da, beide wirken ihre Fähigkeiten, aber sie tun es abwechselnd. Beziehungsweise zum Teil gleichzeitig, aber in einer Art und Weise, die eben beide, also die Fähigkeiten beide so miteinander kombiniert, dass du dem trotzdem noch vernünftig ausweichen kannst. Die machen nicht autonom einfach nur das, was sie in ihren Bosskämpfen normalerweise tun würden, sondern sie tun das gemeinsam. Sie funktionieren zusammen. Genau das ist die Art und Weise, wie man solche Bosskämpfe zusammenfügen sollte. Man kann sie ruhig zusammenfügen. Es ist absolut kein Problem, das zu machen. Aber dann muss das halt miteinander funktionieren. Dann muss es eine vernünftige Art und Weise geben, mit beiden zurechtzukommen. Und entweder ist es tatsächlich so, ich meine, Mega Man Maker kannst du auch zwei Bosse in einer Arena klatschen. Habe ich auch schon mehrfach selber gemacht. Aber dabei muss halt gewährleistet sein, dass du trotzdem noch ohne Schaden aus dem Ganzen herausgehen kannst. Dass du eine Taktik finden kannst, die beide Bosse mit einbezieht. Und die mag dann vielleicht auch schwierig sein. Weil du auf mehrere Projektile achten musst, weil du dafür sorgen musst, dass Gegner, die dir im Nahkampf gefährlich werden können, die halt trotzdem nicht zu nahe kommen. Aber du kannst halt trotzdem dafür sorgen, oder dafür Sorge tragen, sagen wir mal so, dass diese Gegner dann noch vernünftig zu besiegen sind. Und das funktioniert halt mit allen Gegnern. Du kannst jetzt zum Beispiel nicht einen Bounceman mal eben wegen des Kontextes mit einem Springman zusammenhauen, nur weil beide was mit Abprallmechanik zu tun haben. Nur deswegen heißt das noch lange nicht, dass diese Bosse einfach so miteinander harmonieren. Wenn du die einfach nur beide in deine Arena klatscht, ja, wirst du als Spieler da kaum ohne Schaden rauskommen. Wie denn? Bounceman hat eine gigantische Reichweite. Allein schon deswegen, weil er dich mit seinen Fäusten irgendwo in der Arena jederzeit treffen kann. Seine Bewegung lässt sich nur bis zu einem gewissen Grad vernünftig einordnen. Ist eben schon schwierig genug, macht es dadurch schwierig genug, mit ihm alleine zurechtzukommen. Und dann hast du noch so jemanden wie Springman, der immer wieder Projektile generiert und von dem du dich eigentlich tunlichst fernhalten möchtest. Im Rahmen der Möglichkeiten. Um nicht von ihm gepackt und gegen die Decke geschleudert zu werden. So, und jetzt versuch das mal zu kombinieren. Du brauchst alleine schon sehr viel Bewegungsfreiheit, um vor Bounceman wegzukommen. Also um Bounceman irgendwie schadensfrei entgehen zu können. Das haut nicht hin. Du kannst einen von beiden dann vielleicht einsperren und dann mal schauen, wie es funktioniert. Aber Bounceman ist halt alleine schon so ein extrem starker Gegner, dass ich mir kaum vorstellen kann, wie du die beiden vernünftig zusammenbringen möchtest, ohne dass das für den Spieler ungerecht wird. Selbst in der riesen Arena hast du dann einen Bounceman, der außerhalb des Sichtfeldes Moment. Hä?
Das ist das Finale. Das war die Spitze. Das ist der finale Boss dieses optionalen Modus. Ich habe keine Worte dafür. Ich dachte gerade nur, wir haben noch 25 dann vor uns und dann kommt aber zum Ende wenigstens irgendetwas, was das Ganze hier... nicht rechtfertigt, aber abschließt. Aber das? Aber in dem, dass wir hier rübergeschaltet haben, da das exakt dasselbe vorhanden war, sieht man eben, es sind Kopien voneinander. Es hat nichts damit zu tun, dass das inhaltlich dann groß anders werden würde. Ich will gerade nur kurz noch irgendwie was anderes machen. Entschuldigung. Ich möchte gerade nur kurz noch was anderes. Positionierungssystem. Ja, da kommen dann noch mehr Projektile raus. Okay. Das hier ist auch dann nicht höher als 50.000. Ich bin gespannt. Okay, dann bitteschön. Rein inhaltlich haben wir damit den ersten Aufzug gesehen von dreien. Ich gehe weiter nicht davon aus, dass wir die anderen komplett überhaupt schaffen können. Egal, wie wir uns ausrüsten. Ich werde jetzt versuchen, die Elementwährung dann so zu investieren, dass wir nach und nach die Dive-Waffen, die hoffentlich die stärksten im Spiel sein werden, bekommen, um dann die jeweiligen Waffenklassen noch nutzen zu können, was auch immer das im jeweiligen Fall dann noch bringen können wird. Keine Ahnung, ob es das tun wird, aber... ich habe die geringe Hoffnung, dass wir uns dadurch irgendeinen Vorteil schaffen können. Im blödesten Fall kann es darauf hinauslaufen, dass ich die Elementwährung tatsächlich sammeln muss, um dann irgendwie weiterkommen zu können. Ich werde jetzt erstmal zum Mittag essen und dann später mit Osama zusammen das Ganze dann auf der nächsten Schwierigkeit machen. Für den Moment bedanke ich mich bei den Wesen auf Twitch und auf YouTube fürs Zusehen und wir sehen uns dann später wieder. Derweil einen schönen Tag und Osama wird wahrscheinlich früher anfangen als ich, daher wird er wahrscheinlich auf meinem Kanal zu sehen sein. Deswegen. Ja, bis später.